Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 3. In der letzten Episode haben wir diesen Turianer, einen Primarchen vom Planeten Pelavin oder Pelavin, wie der Kenner sagt. Der Kenner, nicht der Kellner. Der Kellner hat keine Ahnung. Jetzt habe ich noch irgendwas in Erinnerung, dass wir den Admiral Hackett nochmal sprechen sollen. Das machen wir jetzt gleich mal. Commander, ja. Haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Aber Sergeant. Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Ja. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Ja, wie läuft's daheim? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Ach, uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt! Das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Ja. Und? Hast du eine Idee? Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Ja, sag mal. Indem Sie die Speerspitze bilden. Och, wir. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Das ist ein Vorteil, aber gewinnt man damit den Krieg? Nee, glaube ich nicht. Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Ja, und das meinst du klappt? Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und Sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Ja. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Ist schon mal gut. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Ja, Geht da was kaputt? Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Jo. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen, machten es aber trotzdem. War ja jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee, ne? Ja, Cerberus. Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Das hat der Unbekannte angedeutet. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Cerberus hat sich noch nie an unsere Regeln gehalten. Ich kenne ihren Plan nicht. Aber mit den besten Interessen der Menschheit hat er nichts zu tun. Ja, mir sind die auch nicht ganz koscher, ne? Hier, Kontrolle über die Reaper. Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen. Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt. Und das wird so bleiben. Okay, ja, dann haben wir alles durch hier, ne? Tschüss. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Tschüssi. Okay. Ja, wo ist diese verrückte Tussi eigentlich, hm? Die wir da aufgegabelt haben auf dem Mars? Wo haben wir die denn untergebracht? Lebt die noch? Oder wird die untersucht? Oder randaliert die? Zerlegt die uns gerade das Schiff? Man hört gar nichts. Es klingelt und klappert nichts. Ich kenne mich auch noch nicht. Oh, was ist jetzt? Commander,
Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Okay. Ja, was ist los? Zickt sie, hm? Ah ja, selber schuld. Wenn man ne... Oh, was ist los? Warum kann ich da nicht durch? Aber jetzt. Was dauert denn da so lange, Mann? Hallo, ich bin der Captain. Geht's noch? Ah, hier haben wir den Aufzug. Oh ja, reg mich nicht auf, bitte. Versuchen Sie, Edi zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Ja, Crew Deck wahrscheinlich, ne? 3 hat's geheißen. Dann gehen wir da auch hin. So, ja, Ja, und jetzt? Ach, hinter ihn, hier zum Kern oder was? Wo waren das jetzt wieder? Hier, glaube ich, ne? So, und? Wie ist die Lage? Seid ihr kompetent? Joker? Was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Oder so. Springt uns jetzt sicherlich was an. Ich kläre das. Hat der eine Waffe oder wollte er mit dem Feuerlöscher auf den Kopf kloppen? Hallo? Hallo? Ja, das reißt jetzt aber wirklich raus. Edi, was ist denn? Okay. Da haben wir sie. Möchten doch. Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Aha, cool! Edi! Ja. Sie sind in Dr. Evers Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Ja, und es brennt hier, korrekt. Guck mal. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Alles klar. Ja, dann ist ja nun mal gerade gut gegangen, oder? Nun, wenn wir dadurch jetzt Zugriff auf die Proteaner-Daten haben, gute Arbeit. Ja, das war auch meine Überlegung. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Sieht doch gut aus. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die die Normandy nicht erreicht. Ja. Ich sag's Ihnen bei Bedarf. Gut. Ich sorge dafür, dass die Fähigkeiten organischer Gruppenmitglieder erreicht oder übertroffen werden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Ja, das glaube ich auch, ja. Darin sind wir uns einig. Ja. Das glaube ich auch. Ja, cool. Yeah. Edi stolpert mit uns jetzt zukünftig durch die Gegend. Was haben wir hier? Bonuskräfte neu zuweisen. Benutzen. Was kann ich hier? Gibt es da? Gespräche mit ihren Gefährten schalten Bonuskräfte frei. Gespräche? Das ist ja was ganz Neues. Ja, verlassen. Ja. Chakwas ist ja nicht mehr da. Warum ist Chakwas nicht mehr da? Warum ist die nicht mehr da? Wo ist die Chakwas? Wer ist hier drin? Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Ah, Lyra. Hallihallo. Hübsch. Ja, Monitore hat sehr genug. Fenster hat nicht gereicht, oder was war los? Grüße, Commander Shepard. Wer ist das denn? Was sind Sie? Ich bin Glyph, ein VI-Assistent von Dr. Tissoni. Ich sortiere und katalogisiere Daten.
Aha. Ich soll sie auf ein Terminal aufmerksam machen, das mit ihrem Netzwerk verbunden ist. Es analysiert Informationspakete. Wenn sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen sie ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tissoni gerne mit ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Na toll, noch mehr sprechende Hardware. Was gibt's hier noch? Was ist das? Broker-Terminal benutzen. Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz ihrer Bündnispartner. Dr. Tissoni hat ihnen Zugriff gewährt. Aha. Oh, ich bin gerade etwas überfordert. Naja. Ach, guckt. Die Monitore, die schwenken, je nachdem, wo die Error steht, oder? Sehe ich das richtig? Also, Tag, Süße. Liara, was ist das alles? Nachdem sie zur Erde aufgebrochen sind, habe ich den Informationsmakler gefunden, der meinen Freund entführt hatte. Es war nicht einfach, aber ich konnte das Netzwerk des Shadow Brokers übernehmen. Führen Sie es von der Normandy aus? Soweit möglich. Das alte Netzwerk ist nicht mehr ganz intakt, aber ich habe Agenten. Dann sind Sie jetzt der berühmteste Informationsmakler der Galaxie? Berüchtigt trifft's besser. Coole Sache. Aber ich kann dadurch helfen, das Proteaner-Gerät zu erforschen. Und blau ist er auch noch. Also. Bis wir ihn verstehen, ist sein Einsatz zu gefährlich. Die Hautfarbe. Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Ja. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns da hinterlassen haben. Jo. Das hat alles Zeit bis später. Erst einmal müssen wir das Ding bauen. Warnen Sie mich bitte, bevor Sie den Knopf drücken. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid, das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Ja, das kriegen wir schon. Dort unten leben immer noch viele Menschen. Genau. Die darf ich nicht vergessen. Werden sie nicht. Wir warnen seit Jahren vor diesem Krieg. So wie ich sie kenne, werden sie sie stolz machen. Mhm. Ich wünsche ihnen einen schönen Tag. So, okay. Oh, Seven. Ach nee, ja, Deck 3, ja. Da gab's ja das Crew Quarters. Wer ist hier drin? Tja, keine Sau, die uns interessiert. Damentoilette, ja, die haben sie nicht renoviert. Da war Samara immer drin, ne? Ist anscheinend alles beim Alten geblieben. So, hier hatten wir... Ah, hier ist, glaube ich, Sahid drin, oder? Kann sein, weil er ein DLC hat, Mass Effect 2. Okay, ja, da können wir uns jetzt natürlich... Wo können wir denn noch hin? Ah ja, wir gehen jetzt mal in die Kapitänskabine. Und dann... jetzt... Wo war ich jetzt? Hier, ne? So rein, genau. Und dann gucken wir mal unsere Rüstung an. So, hier waren wir nämlich noch gar nicht. Drehen. Hallihallo. Komm. Na? Freizeitkleidung. Was gibt's da? Ah, die ist auch wieder mit dabei. Okay. Okay. Nee, das, da nimmt uns doch keine Sau mehr ernst, Mann. Ja, bleiben wir wieder bei dem, oder? So, Panzerung. Was haben wir da? Können wir da irgendwas? Nee, Helm, kein Helm. Schade eigentlich. N7. Ja, erstmal, nee, keiner so, ne?
Brust. So, was haben wir hier jetzt? Jetzt sehen wir ja rechts, was sich verändert. Okay. Gesundheitsverstärker. Geht ein bisschen zurück. Und Schildregeneration. Ja, die behalten wir auf jeden Fall. Schultern haben wir noch gar nichts. N7-Handschuhe. Was ist das hier? Aha. Nahkampfschaden. Ja, das lassen wir auch, weil wir irgendwie ziemlich oft im Nahkampf sind, ist mir so aufgefallen. So, die haben wir gefunden, ne? Da kann ich mich dran erinnern. Hane, Keda. Was bewirken die? Waffenschaden und... Ja, Waffenschaden. Okay. Hier kann man auch wieder das Material ein bisschen anpassen. Okay. Muster. Oh, Rambatamba. Erschwert nicht mehr. Ja, okay. Machen wir folgendes. Ich spiele jetzt hier noch ein bisschen rum. Wir machen hier den Cut und beenden die Folge an der Stelle. Und ich guck mal, wie sie dann so aussehen wird. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.